Jeder Mann zieht sich zurück. Der wahre Grund, warum kein Mann bei dir bleibt. Die meisten Frauen, die ich kenne, die zu mir ins Coaching kommen, erleben immer wieder das Gleiche. Und etwas, was du nicht glaubst, was aber wahr ist, auch ich habe das erlebt. Es gab in meinem Leben eine Zeit, wo sich die frustrierende Erfahrung mit Männern wiederholt hat. Wie täglich grüßt das Murmeltier. Immer wieder das Gleiche. Immer wieder Männer, die sich nicht genug bemüht haben oder die sich nicht mehr gemeldet haben. Und ich habe die gleiche Story erlebt mit 4 unterschiedlichen Männern. Also wirklich die gleiche Story mit einer ähnlichen Persönlichkeit in einem anderen Körper. Ich weiß, wie das ist. Und ich weiß, wie enorm frustrierend das ist. Umso öfter uns das passiert, umso tiefer geht der Schmerz. Der Punkt ist, wenn wir das erste Mal zurückgewiesen werden und es passiert uns zum allerersten Mal und es gab es noch nie davor, dann tut das weh und wir sind irritiert. Wenn das zum zweiten Mal passiert, sind wir wieder irritiert und jetzt passiert etwas in unserem Gehirn. Unser Gehirn fängt an, ein Muster zu erkennen und sagt, Moment mal, der Letzte hat sich nicht mehr gemeldet, der hier hat sich nicht mehr gemeldet, das heißt, kein Mann wird jemals bei dir bleiben. Alle Männer werden sich für dir zurückziehen. Und das tut verdammt weh. Der Gedanke, nie wieder wird jemand bleiben, keiner will mich, alle ziehen sich zurück, der tut tief weh. Und gleichzeitig kommen dann diese Ängste. Bin ich nicht gut genug? Werde ich alleine alt werden? Und warum finden alle anderen jemanden, nur ich nicht? Und es ist ganz natürlich, dass wir anfangen, so zu denken. Unsere Vergangenheit formt uns auch. Vor allem, wenn wir diesen einzelnen negativen Situationen so viel Macht über uns geben. So, wenn das zweimal passiert ist und wir bereits begonnen haben, dieses Muster zu bilden, und dann passiert es ein drittes und ein viertes Mal, dann hat sich dein Muster für dich bewahrheitet. Eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du kannst jetzt sagen, okay, 1, 2, 3, 4 Männer haben sich nicht mehr bei mir gemeldet, das heißt, ich werde nie wieder geliebt werden. Ich bin es nicht wert. Und jetzt frage ich dich, was sind die Gedanken, die bei dir in so einer Situation hochkommen? Sind das so Fragen, warum bleibt keiner bei mir? Wo ist mein Seelenpartner? Oder warum bin ich nicht gut genug? Wenn du so denkst oder so fühlst, dann sei beruhigt, das ist vollkommen normal und natürlich. Es geht tausenden Menschen, Frauen und Männern, jetzt im Moment genauso. Es ist eine normale Reaktion auch deines Gehirns, aufgrund von ein paar negativen Ereignissen zu denken, dass es nie wieder gut werden wird. Und hier ist jetzt die Gefahr darin. Wenn wir uns mit diesen negativen Ereignissen identifizieren, wenn wir viel darüber nachdenken, viel darüber sprechen und vor allem, wenn wir ständig die Schuld bei uns selbst suchen, dann werden wir immer mehr und mehr verunsichert. Und unsere Ausstrahlung verändert sich, unser Auftreten verändert sich und auch unsere Entscheidungen verändern sich. Es ändert sich, welchen Mann du aussuchst. Wenn ich mich selbst nicht liebe oder denke, ich bin nicht wertvoll genug, was für einen Mann werde ich aussuchen? Werde ich mir einen Mann aussuchen, der voller Liebe ist, der selbstbewusst ist, der total offen ist und der alle seine Sachen geklärt hat? Oder werde ich auf einen Mann anspringen, der sich selber auch nicht mag und der vielleicht auch denkt, dass es nicht verdient hat, geliebt zu werden? Die Antwort ist offensichtlich. Unser Ausmaß an Selbstliebe ist dafür verantwortlich, wen wir in unserem Leben anziehen. Wenn du also dieses Muster durchbrechen möchtest, wenn du sagst, ich habe genug davon, ich will den Schmerz nicht mehr, ich will einen Mann kennenlernen, der sich um mich bemüht, der für mich da ist, der mich zurückruft, der mich erobert, der mich liebt und den ich lieben kann, der meine Liebe aushält, der sich darüber freut, wenn ich Liebe gebe und Gefühle zeige. Wenn du das willst, dann ist es ganz wichtig, dass du bei deiner Selbstliebe und bei deinen Glaubenssätzen beginnst. Stell dir Folgendes vor. Zwillinge, 2 Frauen.
Und ich sage deshalb Zwillinge, weil beide sind gleich attraktiv. Nicht, dass du dann am Schluss sagst, ja, vielleicht ist die eine Frau attraktiver als die andere. Denn eins kann ich dir sagen, deine Attraktivität, dein Aussehen ist nicht das Problem. Wenn du nicht attraktiv genug wärst, dann hätte der Mann dich ja gar nie kontaktiert. Dass der sich um dich bemüht hat einmal, dass der mal für dich da war, dass der mal was von dir wollte, zeigt dir eindeutig, dass du wunderbar bist, dass du attraktiv bist, dass du schön bist, dass du optisch genau perfekt bist. Das ist nicht das Problem. Das Problem sind deine Glaubenssätze und deine innere Haltung. Stell dir diese Zwillinge vor. Sie sind beide gleich, optisch gleich attraktiv, gleich alt. Und Zwilling A ist frustriert mit dem Leben. Sie denkt sich, boah, alle Männer haben Bindungsangst und keiner will mich und es ist so schwer und ich bin so enttäuscht. Und Nummer A, also A, Person A, denkt ständig über all die traurigen Dinge nach. Und so geht sie durch ihr Leben und erinnert sich, während sie so spazieren geht, erinnert sie sich an den Ex-Freund und der sie verlassen hat und die andere Enttäuschung. Und dann erinnert sie sich an all die negativen Dinge in ihrer Kindheit. Mama und Papa waren nicht genug für uns da und dann haben sie sich scheiden lassen, als wir 12 waren. Und bestimmt liegt es daran, dass ich nie wieder jemanden finden kann. Und vielleicht bin ich einfach nicht gut genug. Und so geht Person A durchs Leben. Person B, die gleiche Kindheit hatte, denkt das Gegenteil. Die denkt sich, hey, das Leben ist schön. Ja, der eine hat sich nicht mehr gemeldet, mit dem anderen habe ich mich getrennt, aber so ist halt das Leben. Ich bin liebenswert, ich bin großartig, so wie ich bin. Und so geht sie spazieren und erinnert sich an all die schönen Momente in ihrem Leben, an all die Momente, wo sie glücklich verliebt war. Sie erinnert sich an all die Erfolge in ihrem Leben, all die Dinge, die sie geschafft hat. Sie denkt auch an ihre lieben Freunde und an schöne Ereignisse mit ihren Freunden, wo man gemeinsam gelacht hat. Und wenn sie in ihre Kindheit denkt, dann denkt sie, hey, Mama und Papa haben ganz viel gearbeitet und waren wenig zu Hause, aber jedes Jahr sind sie mit uns auf Urlaub gefahren. Und das war dann so richtig schön. Und da waren wir dann alle zusammen und es war eine wunderschöne Zeit. Und so denkt sie an all die liebevollen Momente in ihrer Kindheit zurück. So, diese beiden Mädels gehen jetzt auf eine große Veranstaltung für Singles und wollen dort Männer kennenlernen. Person A betritt den Raum und sieht sich um. Und Person B betritt den Raum und sieht sich um. Was denkst du, wird passieren? Person A wird mehr von dem anziehen, was sie bereits hat. Und Person B wird auch mehr von dem anziehen, was sie bereits hat. Beide werden jemanden finden, der ihnen ihre Emotionen spiegelt und der ihnen auch das Level ihres Selbstbewusstseins spiegelt. Wer willst du sein? A oder B? Also, anstatt dich negativ von deiner Vergangenheit programmieren zu lassen, programmiere selbst deine positive Zukunft. Und ich zeige dir jetzt einen kleinen Trick, das kommt aus der Coach-Ausbildung. Wie du vielleicht weißt, bilde ich jedes Jahr Coaches aus. Das ist ein wunderschöner Trick, den du sofort anwenden kannst. Stell dir vor, du bist Person B. Sieh dich selbst auf einem kleinen Bildschirm, sieh dich selbst von außen, wie du glücklich und strahlend durch dein Leben gehst, wie du positive Glaubenssätze hast, wie du über dich selbst denkst, ich bin gut genug, ich bin wunderschön, ich vertraue, dass ich den richtigen, wundervollen Partner in mein Leben ziehe. Und so gehst du fröhlich durchs Leben, genießt den Tag, bist glücklich, hast Spaß, lernst Männer kennen, verhaltest dich entspannt und fröhlich und freundlich. Sieh dich selbst wie einen Film. Du bist die Hauptdarstellerin darin, wie alles so richtig gut läuft. Das erste Date ist schön, das zweite, das dritte. Er bemüht sich ganz von selbst um dich, das vierte. Und selbst nachdem ihr miteinander schon im Bett wart, ist trotzdem alles wunderschön und er schreibt dir und bemüht sich um mehr und mehr. Und es entsteht ganz natürlich eine wunderschöne Beziehung. Kannst du das sehen? Wenn du das jetzt schon sehen kannst, dann bist du schon ganz schön weit und bist deinem Ziel schon sehr nahe. Wenn du es noch nicht hundertprozentig sehen konntest, dann übe. Übe jetzt. Jedes Mal, wenn negative Gedanken aus der Vergangenheit kommen, sag Stopp und fang an, über das nachzudenken, was du in deinem Leben haben willst. Visualisiere deine Ziele. Und nicht nur das Endziel, so quasi, ja, wir heiraten oder wir sind da jetzt glücklich zusammen, sondern visualisiere den Prozess, dorthin zu kommen, die Dates, die Interaktion. Sieh dich selbst entspannt, glücklich, voller Selbstbewusstsein und voller Leichtigkeit.
Eins garantiere ich dir, umso öfter du diese Übung machst, umso leichter wird es dir fallen. Und dann mach diese positiven Bilder von dir, wo du glücklich und strahlend bist, mach sie größer, mach sie bunter, bring sie näher an dich heran. Sieh dich selbst, hör dein Lachen, hör, wie deine Stimme klingt, wenn du so richtig glücklich bist. Und bis dieser wunderbare Mann in dein Leben kommt, achte darauf, dass du dein Leben so glücklich und positiv wie möglich gestaltest. Bleib dran. Manchmal sagen Leute, oh ja, so Übungen, wirken die überhaupt? Schau, es ist wie mit dem Duschen. Duschen musst du jeden Tag. Und solche Übungen sollte man auch regelmäßig machen. Wenn du dein Selbstbewusstsein stärken willst, wenn du deine Selbstliebe stärken willst, dann tu das jeden Tag. Diese Ziele zu visualisieren, vor allem den Prozess zum Ziel zu kommen, ist etwas, was du für dich tust. Das ist ein Akt der Selbstliebe. Okay? So, also fang jetzt an, deine Selbstliebe zu stärken und dann ist die glückliche Beziehung schneller in deinem Leben, als du denkst. Wenn du mehr über Selbstliebe wissen möchtest, ich habe ein super cooles Webinar aufgenommen über Selbstliebe. Da mache ich auch eine Hypnose mit euch. Du hast jetzt die Möglichkeit, gratis dieses Webinar anzusehen. Also klick hier, hol dir das und probier das einfach mal aus. Alle Teilnehmerinnen berichten, dass innerhalb von 3 Wochen nach Anwenden dieser Übung ein stark gesteigertes Selbstbewusstsein haben und eine extreme Ausstrahlung auf Männer. Also teste es und lass mich wissen, wie es dir damit geht. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlass mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du all die coolen weiteren Videos auch von mir rechtzeitig bekommst. Also dann, lass es dir gut gehen.